Bäm! Es ist zwar immer noch nicht Länderspielpause und während des Winters war es relativ still um die Nationalmannschaft, doch dennoch schafft es unser Yogi trotzdem einen Skandal loszurollen bzw. für Aufmerksamkeit zu sorgen. Denn er hat 3 Weltmeistern vom FC Bayern München mitgeteilt, dass er erstmal ohne sie plane. Das hat er heute auch noch bestätigt. Der Bundestrainer hat sich dazu entschieden, 3 langjährige Leistungsträger auszusortieren. Dabei handelt es sich, Medienberichten zufolge, um Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller vom FC Bayern. Löw gab dazu der Bild-Zeitung noch ein Statement ab und sagte, dass er nicht mehr auf die Weltmeister von 2014 setzt. 2019 ist für die deutsche Fußballnationalmannschaft das Jahr des Neubeginns. Wir wollen den Umbruch, den wir Ende letzten Jahres eingeleitet haben, fortsetzen. Nicht mehr im Kader der Nationalmannschaft werden Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller sein. Es war mir ein wichtiges Anliegen, den Spielern und Verantwortlichen des FC Bayern meine Überlegungen und Planungen heute persönlich zu erläutern, erklärte Yogi dann noch bei der Bild-Zeitung. Er schob nach, dass Boateng, Müller und Hummels weiterhin Spieler auf Weltniveau seien, die in ihrem Verein ganz vorne mitspielen und Erfolge garantieren. Naja, Erfolge garantieren jetzt vielleicht nicht so wirklich, denn wenn man die Krise der Bayern sich nochmal anschaut, wo war der Erfolg? Dennoch sind die 3 große Spieler, die für eine große Zeit der Nationalmannschaft bestanden haben und über Jahre hinweg unendlich viel für Deutschland und die Nationalmannschaft geleistet hätten. Löw dankte Hummels, Boateng und Müller auch noch für die vielen erfolgreichen, außergewöhnlichen und einmaligen gemeinsamen Jahre. Einmalig waren die Jahre ja schon. 2014 wurde man Weltmeister und bei der WM danach schied man in der Gruppenphase aus. Ich glaube, das ist auch schon so ziemlich einmalig. Oliver Bierhoff war natürlich auch in München dabei und sagte, dass der Auftrag des DFB ist, zu entscheiden, was das Beste für die Mannschaft auf dem Weg zurück an die Weltspitze ist. Man will nun konsequent den Neubeginn im Kader sichtbar machen. Müller, Hummels und Boateng haben Großes für den deutschen Fußball erreicht und werden es in ihrem Verein auch weiterhin tun. Eigentlich dieselben Wörter wie bei Jogi Löw. Aber auch DFB-Präsident Reinhard Grindel äußerte sich dazu und begrüßte die Entscheidung des Bundestrainers und von Bierhoff, die 3, sage ich mal, rauszuschmeißen, da der Umbruch eine sehr, sehr gute Sache wäre und für den Beginn der Qualifikation für die Euro 2020 ist es genau der richtige Zeitpunkt für personelle Änderungen. Am 18. März geht es wieder los in der Nationalmannschaft. In Wolfsburg trifft sich die DFB-Elf, um sich auf die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Serbien am 20.03. und gegen die Niederlande am 24.03. vorzubereiten. Jetzt haue ich aber mein persönliches Statement dazu raus. Fangen wir von den 3 Spielern erstmal bei Thomas Müller an. Ich will jetzt ein bisschen aufsplitten auf die 3 Spieler und auch wirklich Spieler für Spieler durchgehen, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist. Thomas Müller, ich kann es kurz machen, Müller in der Nationalmannschaft spätestens auch wirklich nach 2014, ich meine 2010 wurde er Torschützenkönig, 2014 auch, 2012 spielte er auch eine starke EM, aber nach 2014 ging es halt für ihn bergab. Ich hätte an seiner Stelle schon 2014 aufgehört, es hätte einfach mehr Sinn ergeben. Er war 2-mal WM-Torschützenkönig, er hat 1-mal die WM gewonnen, was will man mehr? Ich wäre an seiner Stelle genauso wie Klose, Lahm und Mertesacker es damals gemacht haben, ich wäre einfach gegangen. Naja, dann hat er keine Rolle mehr gespielt und dass er jetzt nicht mehr eine Rolle im DFB-Team spielen wird, ja, das hätte man sich auch früher denken können. Jerome Boateng finde ich jetzt so ein bisschen schade. Boateng war die Wade der Nation, Boateng hat sich in jedem Turnier reingeworfen und 2018 bei der WM sah er vielleicht nicht so wirklich gut aus, dennoch war Boateng immer ein richtig, richtig guter Spieler, den ich auch persönlich sehr, sehr feier. Dass Löw ihm jetzt sagt, ja, ich plane nicht mehr mit dir, ist ein bisschen voreilig, denn man weiß ja nicht, wie Niklas Süle sich weiter noch entwickelt. Innenverteidiger-Talente hat Deutschland auch, dennoch plant man mit denen ja auch nicht so wirklich und Boateng wäre wirklich noch so ein Backup, bei dem man immer sagen könnte, ey, komm mal rüber, Spiel und wir werden gewinnen. Deswegen finde ich, es ist eher eine etwas, naja, sage ich mal, nicht so gute Entscheidung. Bei Mats Hummels sieht das Ganze noch etwas krasser aus. Warum Mats Hummels? Ich kann es mir nicht erklären, warum Mats Hummels nicht mehr im DFB-Team eine Rolle spielen soll. Ich meine, Mats Hummels hat nie so eine wirklich schlechte Leistung erbracht im DFB-Team. Mats Hummels war immer einer, der gesagt hat, ey, wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr tun. Klar, manchmal hat er auch ein bisschen sehr viel Kritik geübt, aber Mats Hummels ist für mich wirklich einer, der beim Umbruch mit dabei sein muss, weil man kann es ja nicht einfach machen, dass man nur noch junge Spieler auf den Platz lässt und dann sagt, ja, macht mal irgendwas.
dann hätte er Toni Kroos und Sami Khedira ja auch gleich mitnehmen müssen. Und Mats Hummels ist wirklich so eine Stütze, die man auch braucht, um den jüngeren Spielern mal ein bisschen Stabilität zu geben. Und vielleicht auch in der Zukunftssicht ein zukünftiger Kapitän, hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ich meine, ich nehme mal als Beispiel Borussia Dortmund. Klar, die haben auch sehr viele junge Wilde mit Sancho zum Beispiel. Aber dennoch gibt es so Stützen wie Reus oder auch ein Mario Götze, der jetzt vielleicht etwas jünger ist, aber auch nicht mehr der Jüngste, die die ganzen jungen Wilden ein bisschen eindämmen und mal zusammenhalten. Und genau diese Rolle hatte Hummels im DFB-Team auch. Warum man jetzt auf diese Rolle verzichtet, kann ich mir nicht erklären. Naja, wie denn auch sei, schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Wenn ihr dieses Video gut fandet, auch mein Statement dazu, auch wenn es ein bisschen verwirrend war, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn noch nicht getan, auch ein Abo auf diesem Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao!